Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Wie ihr sehen könnt, stehen wir hier vor einem Schattenläufer. Und den jagen wir nicht, denn der haut uns volle Möhre auf die Schnauze. Letzte Woche haben wir es mal probiert. Wir machen den exakt 0,0 gar keinen Schaden. Ist wohl noch ein bisschen zu früh für uns. Waren wir auch gar nicht auf dem Weg hin. Wir haben nur einen kleinen Abstecher einmal in den Wald reingemacht, um zu gucken, wie unser schönes neues Schwert hier. Ne? Unschwer erkennbar, haben wir bei Skip gekauft. Schönes Schwert, ne? Wie das so Wölfe zersäbeln kann. Statt dass ich an den Wölfen ausprobiere, habe ich unseren neuen Bogen ausprobiert. Ein Langbogen. Denn mittlerweile auch mal 10 Punkte in Geschick gesteckt, damit wir auch ein bisschen mehr Style haben hier beim, ne, Banditen vertreten, als so ganz neuestes Mitglied der Bande. Was machen wir? Wir sind auf dem Weg zu Lester in den Sumpf. Dort sollen wir ein wenig mehr in Erfahrung bringen, was es so mit der Anrufung, der großen Anrufung des Schläfers zu tun hat. Die Bruderschaft ist ja massiv am Suchen nach neuen Leuten, fast wie Scientology. Ich glaube, gibt es die überhaupt noch? Keine Ahnung. Habe ich das letzte in meiner Schule was zugehört. Liegt also schon 2, 3 Tage zurück. So. Und hier sind wir auch schon im Sumpf, ne? Kennen wir, waren wir mal kurz, haben wir ein bisschen uns umgeguckt, aber hier war ein bisschen zu viel Weed-Geruch, deswegen sind wir abgezischt. Und Lester kommt auch gleich gut, auf uns zu. Gut, dass du da bist. Ich habe Neuigkeiten. So? Ich hoffe, gute Neuigkeiten. Unsere Bruderschaft plant etwas ganz Großes. Was plant ihr denn? Den Ausbruch? Die Gurus versuchen, Kontakt zum Schläfer herzustellen. Aber sie brauchen etwas, um ihre Kräfte zu bündeln. Ja und? Sie brauchen einen magischen Gegenstand. Einen Fokus. Mhm. Ah ja. Was kann ich dabei tun? Genau. Sprich mit Iberion. Er ist der mächtigste Mann hier. Dies ist die Gelegenheit, seine Gunst zu erringen. Wo finde ich ihn? Geh zum Tempel. Er kommt selten dort heraus. Wahrscheinlich fühlt er sich in diesem kalten Gemäuer dem Schläfer näher. So. Der Schläfer möge dich behüten. Jo, danke. Kapitel 2. Nest der Minecrawler. Schön, schön. Da sind wir schon im Kapitel 2 nach, boah, keine Ahnung. Also ich trödel ziemlich viel rum. Aber ist ja auch kein Speedrun hier, ne? Ne, Joru? Immer noch am Predigen. Hört ihr es? Hört ihm mal zu. Ich glaube kaum, dass sie daran was ändern wird. Merkt ihr was? Nur heiße Luft. Mehr nicht. Der hat nichts zu erzählen. Aber gut, der testet auch die neuen Substanzen von Korkalom mit den Jungs da vorne. Kann natürlich auch sein, dass die so hart drauf sind gerade, dass sie sich auf anderen Ebenen miteinander unterhalten. So, jetzt gehen wir erstmal hier rein, ne? Jungs? Halt! Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus. Das da. Der Novize Lester schickt mich. Ich soll Iberion meine Dienste anbieten. Lester ist vertrauenswürdig. Ich kenne ihn. Du kannst passieren. Ach, schon geil, ne? Der Empfänger oder der alle willkommen heißt. Jeden dahergelaufenen Penner, Lester, der vorne am Tor steht, alle anquatscht, allen hilft. Der hat genug Fürsprache, um einen in den Tempel reinzuschicken. Aber vorher sagte der Templer eigentlich, Kollege, nur mit Erlaubnis eines Gurus. Also ist Lester wohl Guru. Undercover Guru. So, Iberion. Moin. Also aber ein ungünstige Lage hier. Sei gegrüßt, Meister Iberion. Ach, du kommst mir bekannt vor. Ja? Unmöglich. Wir haben uns noch nie gesehen. Und ich dachte... Nun gut, was willst du? Boah, weißt du, wie ich gespannt bin? Wie die im Remake hier den Sumpf machen. Boah. Bin so gespannt. Na gut, mir kam zu Ohren, du suchst mir etwas. Mir kam zu Ohren, du suchst etwas. Das ist richtig. Wir brauchen einen magischen Fokus. Wir haben den Novizen Nyras losgeschickt, um den Fokus zu holen. Doch er ist bisher nicht zurückgekehrt. Du könntest für mich nachsehen, was passiert ist. Okay, und wo? Wo soll ich suchen? Wenn du das Lager verlässt, wende dich nach rechts
und steige hinauf zur großen Klippe. Dort, hinter dem Wald, wo du das Meer sehen kannst, wirst du den Fokus finden. Ja, dann bringen wir den wieder. Ich werde den Fokus zurückbringen. Nimm diese Karte hier. Dort ist der Ort des Fokus verzeichnet. Perfekt. Dann, immer noch nicht gefunden. Ich bin noch nicht mal losgegangen. So, eine Karte. Ich stehe doch daneben. Achso, man muss raus und oben hin. Hey, ich stehe nicht daneben. Ich stehe drunter. Ja, dann holen wir den nochmal, ne? Aber mit Kapitel 2, was bestimmt alle wissen, die Gothic spielen, haben die Händler neue Items. Das bedeutet, wir rennen jetzt zu Fortuno und zum Schmied und gucken mal, was die so verkaufen. Jo. Fortuno ist hier vorne. Doch, soll man. Glaub immer alles, was dir gesagt wird. Erstmal die tägliche Ration, bitte. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. 3 schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Unbedingt. Ich will handeln. Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? Ich will gucken, ob du... Na ja, 10 Erz, ne? Dann nehmen wir die. Und was habe ich denn noch? Ich habe das Sumpfkraut, was du mir gerade gegeben hast. Ja, wenn du meinst. Und Fleischschwarzen-Ragout. Geschichte muss wohl doch was dran sein. Also, man kriegt, so dumm es klingt, man kriegt ja 3 schwarze Weise von Fortuno. Safe, jeden Tag. Und 3 Fleischschwanzen-Ragout von Snuff, jeden Tag. Das heißt, man bekommt 30 Erz, jeden Tag. Für lau. Mega. Darion. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Bitte mehr als Schrott. +4 Schaden, Steinbrecher. Tja, das Schwert hat nicht lange gehalten. Her damit. 139. So, was haben wir denn? Ich habe einen Blutfliegenstachel. Und ich könnte dann das Schwert noch verkaufen. Dann hätten wir es schon fast zusammen. Dann lass doch mal eben kurz Schwert ablegen. So. Ich will mit dir handeln. Gut. Also, du kriegst das, das und das. Und dafür will ich das. Dann gebe ich dir noch... Warte. Die Pfeife. Das Sumpfkraut von Fortuno. Das Fleischschwanzen-Ragout. Und die Feuerbälle. Nee, die behalte ich. Könnte man ja vielleicht nochmal gebrauchen. Dann kriege ich von dir aber noch was. Nämlich 18 Erz. Sehr schön. Da haben wir jetzt einen Knüppel. Ja, richtig schön Knüppel. Wie heißt das Ding? Steinbrecher. Ja, kann man bestimmt mit kaputt schlagen. Wäre aber nicht gut. Ja? Da würden die Klingen ja stumpf werden an dem Ding. So. Jetzt müssen wir zurück zum Eingang. Da ist der Weg. Und können dann los und wir müssen einmal den Weg hoch, ne? Welche Karte ist das? Ja gut, ich habe den Ausschnitt noch im Kopf. Wir müssen hier los... Da hoch, man sieht meinen Finger nicht mehr. Dann hier zurück und dahin. Ne? Falls jemand die Karte nicht, von Iberia nicht mehr im Kopf hatte, ich mache sie nochmal auf. So, hier sieht man es, ne? Also, da ist die rote Linie. Mein Finger verschwindet, wir gehen hoch und zack. Kommt zurück. Sehr gut. Jetzt wissen wir alle, wo wir lang müssen. Und dann können wir los. Ob wir Nyras wohl finden oder den Fokus. Oder Nyras hat oben seine 3 schwarzen Weisen alle gepieft, weil er sich gedacht hat, er hat so gute Arbeit geleistet, jetzt kann er sich mal einen gönnen. Und ist dann, da ist noch ein Tier. Und ist dann einfach in ein Fresskoma verfallen und liegt da oben jetzt und frisst alles, was er irgendwo finden kann, auf. Dann bringen wir direkt ihm nochmal 2 rohes Fleisch mit. Kann er sich dann auch reinziehen. Ich finde meine Theorie mit dem Durchziehen sehr realistisch. Denn die Jungs aus dem Lager, die sind ja ständig high.
Müsst ja nur mal so zwei, drei Novizen ansprechen. Wenn man die danach fragt, wie es aussieht. Ich bin total heim, Mann. So. Jetzt haben wir es aber auch. So, jetzt gucken wir nochmal auf die Karte. So, jetzt müssen wir da links zum Weg. War schon wieder ein Scavenger. Den schießen wir jetzt mal ab. Treffe ich? Jo. Hank. Not bad. Oh, warte, der hat Fleisch. Das wollen wir mitnehmen. Das wollen wir mitnehmen. So. Und da müssen wir jetzt gleich irgendwann rechts. Da hinten ist das Wolfsrudel, was uns letztes Mal ziemlich zugesetzt hat. Ich würde sagen, das probieren wir direkt mal umzulegen. So, wir haben ja jetzt Tränke. Das heißt, wir können auch Tränke nehmen. So, irgendwo hier direkt um die Ecke war das. Da ist es. Ey. Die rennen auf die Moritz. Oh, der eine Morad rennt zum Schattenläufer. Das war eine dumme Idee. Okay, er ist nicht zu mir. Waldbären? Nein, Morad. Wo waren denn jetzt die Waldbären? Gut, also es ging jetzt relativ flott. Da ist noch ein Wolf. Ich soll jetzt nicht drauf gucken. Fast mit einem Hieb. Das ist nicht schlecht. Das ist sehr gut. Wow! Hier sind noch überall welche, da vorne auch. Da habe ich auch einen gehört. Da unten ist noch einer. Alter, wie viele Wölfe gibt es denn? Stell mal vor, du gehst hier mit einer Hose lang. Nachts, wo man nichts sieht und greifst unwissentlich einen Wolf an. Dann bist du ja völlig aufgeschmissen. Meine Herren. Hier kann man sich ja richtig durchprügeln. Holla, die Waldfee. Also das gibt ja masanige Erfahrung. Und jetzt wurde ich abgelenkt. Ich suche auch eigentlich nie was. Hoppala. Du bist kein Huhn, du bist ein Scavenger. Was war das denn? War hier nicht gerade noch ein Scavenger? Ne, da vorne ist ein Scavenger. Jetzt müssen wir aber mal los hier. Noch den einen Wolf. Da hinten sind noch mehr Wölfe. Na, jetzt ist aber auch genug jetzt. Also, erstmal ein Trank. So. Karte. Da lang? Nein, wir müssen hier an der Wand lang. Oh, vorsichtig, hier geht's runter. Uiuiui, oh, 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 oh. Aufpassen, du. So, jetzt sind wir wieder auf Kurs. Jetzt müssen wir nur noch der Wand hier folgen. Und dann kann nichts passieren. Heute! Also, Gothic 1 ist schon schön aufgebaut, ne? Muss man ja sagen. Also jetzt gerade, wenn ich, und auch vom Fortschritt her, meine ich, ne? Also wenn wir jetzt mal im direkten Vergleich das Level-System von Gothic mit dem mit Skyrim setzen. In Gothic kriegen wir Erfahrung für das Töten von Gegnern. Und diese Erfahrung lässt uns Level aufsteigen, wodurch wir dann automatisch mehr Lebensenergie kriegen, weil wir, ja, mehr können, theoretisch. Die Lernpunkte können wir investieren für Sachen wie Stärke. Die lernen wir nicht automatisch, sondern wir können uns danach dafür entscheiden, was wir lernen möchten. Und in Skyrim, da leveln wir das, was wir gerade leveln und können uns dann entscheiden, ob wir Leben, Magicka oder Ausdauer skillen wollen.
Ist aber auch cool. Ja, beides hat so seine Vorteile, ne? So. Jetzt müssen wir doch so langsam da sein, ne? Eigentlich hier. Ja, eigentlich hier. Tja, hätte ich jetzt eine Telekinese-Rolle. Liegt das da? Nee. Vielleicht da vorne im Wald? Nee, ist gar nichts. Ist tote Hose. Vorne? Da sehe ich das Meer. Stimmt, ich soll jetzt Meer sehen, ne? Dann muss ich wahrscheinlich weiter in die Richtung. Und ich habe hier auch irgendwo, da waren sie, noch Pilze gesehen. So. Einmal zum Meer gehen. Oh, Seraphis. So, guck mal, da steht auch schon Lyras, das ist gut. Hier sind wir richtig. Und er hat wahrscheinlich sich den Fokus gegriffen. Speichern wir mal kurz. Hier gibt es nichts für dich zu holen. Hoppala. Ich bin auf der Suche nach dem Fokus. Da kommst du leider zu spät. Ich habe ihn bereits gefunden. Und ich werde ihn für mich selbst behalten. Der Schläfer sprach heute Nacht zu mir und machte mich zu seinem alleinigen Werkzeug. Nun werde nur noch ich dem Schläfer dienen. Keine Templer, keine Gurus mehr. Nur ich alleine. Stirb! Warum? Ey! Ah, du Scheiße! Der haut einfach ab! Ja. Du haust einfach drauf. Darauf war ich nicht vorbereitet. So. Jetzt machen wir das mal andersrum. Du kriegst meine Pfeile. Arschloch. Ich glaub's hackt. So. Da ist er, der Fokus. Und er hat mir auch wieder eine ganze Menge komischen Kram gegeben. Ich habe eine Waffe, die ich verkaufen kann. Sehr schön. So. Ja, dann haben wir das, was wir brauchten, ne? Da gehen wir mal wieder runter. Gut. Ich würde sagen, aber wir machen einen kleinen Schlenker hier rechts rum. Vielleicht finden wir ja noch irgendwelche Tiere, die wir töten können. Nicht, dass ich was gegen die hätte, aber deren Erfahrung würde ich gerne haben. Keine Tiere. Aber da unten ist ein Boot. Also ein kaputtes Boot. Sieht auf jeden Fall kaputt aus. So. Ist ja nichts. Tote Hose. Hier ist wohl einer nicht fertig geworden mit dem, was er machen wollte. Na, dann gehen wir mal weiter. Halten wir uns an der Klippe, an der Felswand. Bewegen uns wieder zurück ins Lager. Da waren die Wölfe, die ich getötet habe. Ja, komm, bringen wir den Fokus zurück. Und gucken mal, was die Bruderschaft zu erzählen hat. Ich würde sagen, wir gucken dann immer, dass wir, wenn wir zwischen den Lagern reisen, doch noch immer wieder ein paar Tiere mitnehmen. Also nicht zum Streicheln, sondern für die Erfahrung. Können wir direkt mal gucken. Wir haben schon fast wieder Level up. Nice. Level 7. Dann sind wir Level 8. Wo packen wir denn dann? Ich denke, die Erfahrungspunkte, also die Lernpunkte, die lassen wir dann einfach offen. Und gucken, ob wir irgendwann mal an eine Grenze stoßen, wo wir nicht weiterkommen und lernen dann erst wieder weiter. Weil wenn es irgendwann mal was gibt, was wir gerne lernen wollen, dann müssen wir ja, brauchen wir ja bestimmt Lernpunkte. So, Lester, ich habe den Fokus.
Okay, den kann ich dem nicht geben. Der Schläfer möge dich behüten. Dich auch. Das heißt, ich muss einen Iberion bringen. Okay. Dann nehmen wir hier mal die Abkürzung. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Du hörst nicht mehr auf das Gefasel. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. So. Manche lernen eben gar nicht. Ich höre mit der Leber raus. Dann ab nach oben. Jungs, ich habe das, was ihr braucht. Ihr könnt weitermachen. Oder sollte ich vielleicht Mordrak? Ey, ich bin jetzt schon hier. Ich laufe jetzt nicht bis ins neue Lager und sage, dass ich den Fokus habe, mit dem die den Schläfer anrufen wollen. Na, da geht sowieso nur der Anrufbeantworter dran. Haben wir ja schon mal gelernt. Nein, die kriegen jetzt das Ding und können dann, haben dann einen Freiruf an der nächsten Telefonzelle. Chani, nein. Iberion. So, Novize Lester hat den, Lester, Nyros. Ja, okay, nee. Ist irrelevant. Ich habe den Fokus gefunden. Hervorragend. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Bring nun den Fokus zu Korkalom. Er wird wissen, was zu tun ist. Okay, und du machst nichts, oder wie? Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Da du kein Bruder unserer Gemeinschaft bist, werde ich dich entlohnen. Nimm dieses Amulett als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich habe aber schon eins. Der Novize Nyras hat den Verstand verloren. Er faselte davon, dass der Schläfer zu ihm gesprochen habe und ihn als einzigen Diener auserwählte. Dann griff er mich sogar an und wollte mich töten. Die Macht des Schläfers ist so gewaltig, dass sie unvorbereitete Seelen in Verwirrung stürzen kann. Nur wir Gurus haben durch jahrelanges Meditieren die seelische Stärke gewonnen, die Stimme des allmächtigen Schläfers zu ertragen. Egal, wie du es drehst und wendest. Normal denkender Mensch wird hier immer sagen, die haben was an der Murmel. Aber gut, wir sollen denen helfen, wir wollen denen helfen. Und hier ist das Amulett. Das schützt uns vor Feuer. Das schützt uns vor nichts. Dann nehmen wir doch mal, dass uns vor Feuer schützt. Alles klar. Fokus muss zu Korkalom. Ist gar kein Thema, können wir hinbringen. Machen wir. Korkalom war der, der die Leibwache hatte, die uns umbringt, wenn wir den auf den Schnürsenkel treten. Also vorsichtig. Gut ist natürlich, dass sie alle Pantoffeln tragen. Dann macht das mit dem Schnürsenkel treten ein bisschen schwieriger. So. Da oben. Und jetzt gehen es an die konische Leiter steigen. Was es leider im dritten Teil ja nicht mehr gegeben hat. Hat mich sehr, wobei doch, das gab's noch, oder? Nee, ich glaube, die haben alles über so Wendeltreppen begehbar gemacht, oder? Gab es im dritten Teil noch Leitern? Ich habe den zu lang nicht mehr gespielt. Ich habe den auch nur einmal durchgespielt, weil der einfach zu riesig ist. So. Korkalom. Was willst du? Mensch! Ich habe einen Fokus für dich. Iberion schickt mich. Ich habe den Fokus. Ah, der Fokus. Jetzt kann ich mich endlich den Studien über die Magie dieser Artefakte widmen. Wenn ich nur ausreichend Sekret hätte. Verflucht. Warte mal. Das hatte ich gerade noch gesehen. Einer der Händler aus dem alten Lager will das Rezept für einen Heiltrank von dir haben. Meine Rezepte sind unverkäuflich. Mono. Wenn ich es mir einfach nehme, das liegt doch hier. Da. Ich greife das einfach so schnapp und weg. Nein, Iberien sagte, du willst mich entlohnen. Ob das klappt? Nicht, dass ich Ärger krieg. Ich kann ja abbauen. Iberion sagt mir, du würdest mich entlohnen, wenn ich dir den Fokus bringe. Oh! Tatsächlich? Hat er das gesagt? Nun gut. Ich denke, 50 Erz sollten reichen. 500. Nicht? Okay. Dann, Sekret wollte der haben. Was denn für Sekret? Sekret? Ja, wie du sicher schon weißt, stelle ich die Elixiere für die Anrufung des Schläfers her. Ja. Ich benutze dafür das Sekret aus den Zangen der Mindcrawler. Mhm. Du weißt doch, was Mindcrawler sind. Die sind gefährlich. Die haben mich zerlegt. Ja, weiß ich. Ja. Ausgezeichnet. Ja, ich mal. Erzähl mal weiter hier. Erzähl weiter.
Also, ich hatte vor kurzem eine Vision vom Schläfer persönlich. Er gab mir ein Zeichen. Er gab mir zu verstehen, dass es ein anderes Mittel gibt als das Sekret der Zangen. Und er wählte mich, diese Mission weiterzugeben. Du bekommst diese Mission nicht von mir. Du bekommst sie vom Schläfer. Nicht möglich. Schweig, Narr! Er gab mir zu verstehen, dass mein Weg richtig ist, nur dass das Mittel nicht stark genug sei. Das bedeutet, das Mittel, was wir suchen, finden wir bei den Mindcrawlern. Nur die Zangen sind nicht ausreichend. Es muss etwas anderes geben. Unsere Drogen sind nicht stark genug. Wir brauchen stärkere Drogen, damit wir unseren Gott anrufen können. Habt ihr die Mindcrawler nie untersucht? Ich meine, vielleicht gibt es ein anderes Körperteil, das mehr von dem Sekret enthält. Natürlich haben wir schon einige Mindcrawler seziert, aber nur ihre Zangen scheinen das Sekret zu enthalten. Es muss etwas anderes geben. Finde ihr Nest und du findest die Antwort. Mhm. Und wo finde ich dich? Wo finde ich die Mindcrawler? In der alten Mine. Okay. Wie kämpfe ich am besten gegen die Mindcrawler? In der Mine sind Templer. Sie jagen die Crawler wegen ihrer Zangen. Wende dich an Gor Navid. Er wird dir helfen. Gor Nakosh ist nicht so. Oder Gor Nabar war das. Wer hat mir das nochmal gesagt? Die effektivste Art, gegen einen Mindcrawler zu kämpfen. Geh auf sie zu und töte sie. Das hat nicht gut funktioniert. Die haben mich auseinandergenommen. Da kamen auf einmal fünf von da und da und da. Und dann, puff. So, und... Wie soll ich in der Mine das Nest finden? Das ist der schwierige Teil der Mission. Ich kann dir weder sagen, wo noch was du suchen musst. Aber der Schläfer wird bei dir sein. Na toll. Beruhigt. Na toll. Blutiges, finsteres. Finster nicht, nö, wir haben eine Menge Lichtzauber. Das wird bestimmt ein blutiges Abenteuer. Nimm diese Heiltränke mit. Ich gebe sie dir nicht, weil ich unbedingt will, dass du am Leben bleibst, sondern weil diese Aufgabe erfüllt werden muss. Ist okay. Entspann dich. Ganz ruhig. Wir sehen uns. Genau. Möge der Schläfer dich erleuchten. Ich hoffe doch nicht. Kannst du jetzt mal rausgehen, damit ich das Buch da mitnehmen kann? Ich kann das Buch nicht mitnehmen. Okay. Und was ist mit dem Buch von seinem... Kann ich auch nicht mitnehmen. Okay, kein Rezept für Dexter. Ich dachte, vielleicht machen wir es doch, wenn wir es jetzt hier gerade in der Nähe haben. Das heißt, der nächste Stop ist die alte Mine, ne? Aber es gibt hier, glaube ich, noch eine Sache, die ich selbst als Lagerfremder machen kann. Und die würde ich doch mal ausprobieren. Dafür darf ich nämlich dann Leute verprügeln. So, dafür muss ich... Wo war das noch? Hoppala. Was ist da jetzt passiert? Ist er gestolpert? Naja, gut, also. So, ich glaube nämlich, das war. Warte. Wir mussten hier rum. Gequatscht wird viel. Und hier war die Abkürzung. Huah! Sehr gut. Und hier hinten sind wir in einem Teil, wo ich noch gar nicht war jetzt. So. Hier sind nämlich die einzigen Jungs im Lager, also beziehungsweise die Jungs, die meiste und wichtigste Arbeit machen. Die stampfen. Und zwar stampfen die das Sumpfkraut. Und diesen jungen Mann. Er will nicht aufhören zu stampfen. Jetzt hör doch mal auf, ich will dich ansprechen. Los. Oh, sehr gut. Hi, wie sieht's aus? Ich bin total fertig, Mann. Ich arbeite jetzt schon seit 2 Tagen ohne Pause. Harlock sollte mich längst abgelöst haben. Es ist immer dasselbe mit dem Kerl. Er liegt bestimmt noch in seiner Hütte und pennt. Wieso gehst du da nicht zu ihm und trittst ihm ordentlich in den Hintern? Ich kann hier nicht weg, solange Baal Orun die Aufsicht hat. Die Arbeit muss getan werden. So oder so. Aber du könntest für mich zu ihm gehen. Er wohnt unter dem Alchemielabor von Kor Kalom, direkt bei Fortuno. Sag ihm, er soll seinen Hintern hier rüberschwingen. Das können wir nämlich noch machen, bevor wir uns jetzt zurück aus diesem Lager hier verkrümeln.
Denn das zeigt noch mal ein bisschen hier das Sumpflager. Das ist nämlich ganz schön zu kurz gekommen bisher. Wir haben ja uns einiges im alten Lager angeguckt. Hier waren wir nicht so viel. Und jetzt, wo wir hier nicht mehr von allen gefühlt angeguckt werden, dass wir doch mal hier beitreten sollen. Ich bin im Kreis um dieses Ding gelaufen. Ich bin ein Idiot. Immer gut hier. Immer ruhig bleiben, ne? Wie gesagt, wo wir nicht mehr von allen angeguckt werden, ob wir nicht mal beitreten wollen beim Sektenverein, können wir ja auch mal ein bisschen denen unter die Arme greifen, ne? So. Zu Harlock. Und Harlock pennt nicht. Nein, Harlock genießt einen Tag. Der schimmelt einfach bei Fortuno, zieht sich sein Kraut durch. Ich meine das nicht, der macht das. Guck doch da vorne. Da, da vorne ist er. Verlass dich auf jemanden und du bist uns lieber über was anderes. So. Und mit Harlock sprechen wir dann nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hauen Sie rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.